Kunden, die einen beauftragen und dann eine Zahlen, sind das allerletzte. Und wir haben ja letztes Mal schon bei letzten Kommentare kommentieren drüber gesprochen. Heute machen wir mit Kunde Nummer 1 Nägel auf Köpfen mit Nägeln. Gehen wir es an. Machen wir es so. Und deswegen gibt es Song Nummer 1 heute für euch zum Download als Cakewalk-File und als Wave-File. Und ich würde sagen, da schauen wir doch jetzt mal rein. Jahoo! Hallo meine Lieben, der Andi von Töricht hier. Ich finde es wieder mega, dass ihr dabei seid und vor allem bei dem jetzigen Projekt. Das liegt mir jetzt besonders am Herzen, weil es mich einfach nur noch nervt. Anscheinend war ich mal wieder viel zu gutmütig und der gutmütige Trottel. Hab darauf vertraut, dass die Rechnung bezahlt wird und ich in Vorarbeit und Vorleistung gehe. Ich habe jetzt speziell bei diesem Song, hatte ich auch schon mindestens 10 oder 12 Stunden, wenn nicht noch mehr, an Energie und Arbeit reingebuttert. Ja, und dann auf einmal kam keine Rückmeldung mehr, wurde man geghostet, es kam dann nie zu einem weiteren Termin. Und deswegen dachte ich mir jetzt, bevor dieses Ding auf der Festplatte verstaubt, machen wir zusammen in der Community einen Song draus. Und ich würde sagen, den schauen wir uns doch jetzt gleich mal an. Ich habe es für euch für den Download so bequem wie möglich gemacht. Es gibt fast jetzt 3 Möglichkeiten, wie ihr an diesen Song rankommt. Auf jeden Fall über den Link in der Beschreibung. Und da gibt es einmal als Cakewalk Bundle File, damit ihr es mit Cakewalk aufmachen und mit den Einzelspuren bearbeiten könnt. Dann habe ich noch eine etwas reduziertere Version für die Bandlab App. Das heißt, dann könnt ihr im Webbrowser oder auf euren Mobilgeräten damit arbeiten und aufnehmen. Oder dann, falls ihr eine eigene DAW habt und mit der arbeiten möchtet, die nicht Cakewalk ist oder Bandlab, dann habe ich hier noch einen Wave-File als quasi Karaoke-Version. Ist euch bestimmt aufgefallen, es gibt hier eine Vocalspur. Ich habe erst gesagt, ich lasse den Songtext raus, den Original. Da aber ich den Songtext alleine geschrieben habe, ist mir das ehrlich gesagt scheißegal. Ihr könnt da mal reinhören. Ich möchte aber auch nicht diesen Text verwenden. Seht diesen Text als Inspiration. Und ich wollte sagen, wir hören jetzt mal einfach ein. Da setzen wir die Kopfhörer auf. So. Ja, natürlich immer ja Intro erst. Hab mir abgewöhnt, jemand zu lieben, der mich nicht liebt. Egal was du vorhast, es trifft mich nicht. Auch wenn es dir nicht passt, ich bleib die Queen. Ich schrei es raus. Man muss sagen, dieser Song ist für eine Drag Queen gewesen. Oder wäre für eine gewesen. Ich lächle auf meinen Thron. Gib mir die Sicherheit für euch, Hunde. Meine Krone sitzt wie mein Herz auf dem Thron. Ich lächle auf meinen Thron, mein Thron. Gib mir die Sicherheit für euch, Hunde. Meine Krone sitzt wie mein Herz auf dem Thron. Ich trau euch einiges zu und ich lach darüber. Also wir haben einen ganz klassischen Aufbau, wir haben eine Strophe, wir haben einen Ref, dann kommt nochmal eine Strophe und dann eben der Ref als Wiederholung. So stark wie noch nie, ihr seht mich nie mehr weinen, denn ich hab ein großes Herz, aber nur für Money. Ich lächle auf meinen Thron. Ja, wir haben auch hier Einzelspuren, das heißt, das Piano können wir auch solo schalten. Ich habe einen Abstrich bei ein paar Plugins gemacht und es so gestaltet, dass sie auch mit der Vanilla-Version, also dieser Grundversion von Cakewalk, dieses Projekt öffnen und bearbeiten könnt. Ihr dürft halt die Spuren nicht entfrosten. Es tut mir leid. Das war jetzt der C-Part. Oh, es tut mir leid. Hab dich geblockt, oh nein, es tut mir leid. Ist ja fast zu real der Text, wenn man schaut, dass er die Rechnung nicht zahlt hat. Was willst du noch? Es tut mir leid, ich hab dich gehen lassen, oh, es tut mir leid.
schade. Naja, ich lächle auf meinem Thron. Mein Thron gibt mir die Sicherheit für euch Hunde. Meine Krone sitzt wie mein Herz auf dem Thron. Ich lächle auf mein... Ist natürlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Da kann man bestimmt noch einiges verbessern, auch abmischtechnisch. Man muss dazu sagen, bei dem Song, da kam es ja nicht mal zum Einsingen der Vocals, weil Madame ja dann plötzlich entschieden hat, es ist nichts mehr für sie. Wenn ihr was habt, könnt ihr mir das gerne schicken. Dazu exportiert ihr die einzelnen Spuren aus Cakewalk raus. Wie das funktioniert, habe ich euch ja in diesem Video schon gezeigt. Ändert den Text um. Ihr könnt mit euren Lieblingsinstrumenten Solis oder irgendwelche Licks einspielen. Vielleicht auch komplette Instrumente, die hier schon vorhanden sind, wie, keine Ahnung, den Bass oder das Klavier vollständig ersetzen. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich möchte, dass daraus ein richtig geiles Community-Projekt wird. Und wie immer gibt's hier noch was anderes zum Angucken von mir. Drunter wieder törichte Musik zum Chillen. Ja, und ich sag mal wieder vielen lieben Dank fürs Zuhören und Zusehen. Und bis dahin, Bussi aufs Bauchibärli und Servus.